lieber Umlautmann, bitte hilf mir, da drüben ist ein Zombie. Keine Sorge, Baby, wie sieht denn dieser Zombie-Tut aus? Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe gerade voll vergessen, wo ich mich befinde. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, jetzt gleich werden wir mehr oder weniger wieder hops genommen. Freunde, ein paar Tage ist es her, seitdem ich The Last of Us aufgenommen habe. Aber wir sind exakt in diesem Gefecht hier stehen geblieben. Ich erinnere mich. Ich dachte gerade so, Moment mal, was war denn der so der letzte Step, den ich gemacht habe? Aber exakt hier. Also, vielleicht ziehen wir uns wieder ein bisschen zurück. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, nicht wahr? Frage ist natürlich, wie wir wieder an diesen wunderbaren Menschen dort rankommen, der hier einmal die Runde läuft. Ellie ist natürlich wie immer ein Geist. Guck mal, so kann man doch starten. Action geladen. Hi. Achso, warte mal, du stehst ja direkt neben mir, ne? Aber ich krieg dich wahrscheinlich von der Seite. Ui. Guck mal, wenn du dich jetzt auf nicht unangenehm drehst. Guck mal, ich zeig sogar ein bisschen meinen Koko, wenn es sein muss. Damit meine ich meinen Hahn. Meinen Wasserhahn. Kannst du dich umdrehen? Und die sagt, ach, egal. Kannst du bitte was machen? Dankeschön. Schnappen! Was? Aui! Zielen, Junge! Ich gehe ran! Ich passe auf! Scheiße! Ja, das ist echt kacke, Mann. Oh, Mann! Oh. Okay, kein Problem. Wo sind die Scharfschützen hin? Wow, ja, soviel zum Thema, gib was? Gib mir Deckung! Aui! Aui! Wow! Ich hab kurz die Steuerung vergessen! So, ey! Oh, hey! Bombe! Oh, Junge! Ich bin schon komplett überlastet. Ey, Ellie, du bist eine gute Schütze, weißt du? Helm weg! Oh, danke, verdammt. Warte mal, ich muss mal ganz kurz... Los, Deckung! Okay. Yo, 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 yo. So, warte mal, die Scharfschützen sind da oben. Ich hab die Nagel... Das war so eine smart gesetzte Nagelbombe. Cool. Okay. Ja, wir haben uns doch besser angestellt als gedacht bisher. Guck mal da hinten. Ja, ui, der kommt näher. Hi. Cool. Naja, also wie immer, ne? Warte mal, nee, das wollte ich nicht. Wie immer ist es dasselbe. Das war's? Ich... Oh Mann, ertragen und überleben. Was? Ach ja, diese Comic-Geschichte. Ich dachte, Real Talk, uns erwartet viel mehr hier. Hm. Okay, dann ebenso, kein Problem. Cool, ja, dann können wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen umsehen hier, ne? Wie gesagt, ich dachte, da sind noch irgendwo Scharfschützen oben oder so. Hast du noch ein paar Munition? Nope. Hast du was? Nope. Natürlich habt ihr nichts dabei. Absolut gar kein Problem. Oh, yes. Hat sich doch nochmal gelohnt, hier vorbeizugucken. Nee, wobei. Ah, ich hab. Ja, wobei, das können wir doch mitnehmen. Diesen wunderbaren Holzstab. Ja, Freunde, was soll ich sagen, ne? Ich komme frisch von Utopia aus Bayern und am Wochenende geht's schon wieder für mich nach Bayern. Dementsprechend muss ich wieder ein bisschen vorproducen. Ja, aktuell bin ich wirklich nur in der Vorproduktion. Es ist momentan echt gar nicht mal so wenig zu tun. Es ist eine sehr spannende Zeit, in der ich, glaube ich, sehr, sehr viel lernen werde. Auch vor allem, was immer so Vorproduktion angeht, so für mehrere Tage auf einmal. Aber dafür erlebt man halt aktuell sehr, sehr viel. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil das alles coole Erfahrungen sind. Weil am Wochenende geht es für mich nochmal nach Augsburg. Denn Hübi und ich wurden zu einem Red Bull-Event eingeladen. Zu einem Paddle-Event, zu einem Paddle-Fest. Wo ihr tatsächlich auch zuschauen könnt, also falls irgendwer in der Nähe von Augsburg wohnt oder generell in Augsburg sogar. Ja, genau, kann man ganz easy zusehen, also das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend werden. Mal gucken, wie es wird. Schauen wir mal, was wird. Okay, sind hier noch irgendwo Fallen oder so? Ich glaube schon fast nicht. Weil die sind ja selber noch durchgelaufen. Das wäre gar nicht mal so smart. Federal Disaster Response Agency Ratio-Zentrum. Genau. Sehe ich genauso. So, was haben wir noch Wunderbares hier? Nope. Aber ein paar Schubladen. Vielleicht irgendwo... Was sagen? Guck mal, das ist wieder Munition. Aber hier für die andere Waffe, die schon wieder full ist, oder? Schade. Oh, was haben wir denn hier für einen Zettel? Lesestunde! Wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht. Im Hotel haben sich ein paar Soldaten versteckt, um die wir uns gekümmert haben.
Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen oder vielmehr das, was davon übrig war. Hilfe. Die meisten großen Maschinen sind durch den Kampf im Arsch. In absehbarer Zeit können wir also nicht auf Panzern fahren. Die schwere Artilliere kann man auch nicht mehr retten. Warte, wie wird das Ding ausgesprochen? Ich glaube so, ne? Die einzige Ausnahme ist ein Humvee. Was ist ein Humvee? Wir könnten ihn reparieren, inklusive seines Kaliber 50 Geschütz. Dieses Ding ist undurchdringlich. Bin gespannt, ob sich noch jemand mit uns anlegt. Gute Frage, ne? Mit so einem Ding wahrscheinlich eher nicht so. Die Frage ist natürlich, wo die mit diesem Ding herumcruisen, nicht wahr? Und warum wir es bisher noch nicht gesehen haben. Was liegt denn da Wunderbares? Hui! Geil, schön, dass ich mich noch nicht geheilt habe. Ja, das haben wir auch inzwischen gelernt, wenn man irgendwie ein paar Gefechte hat. Nicht unbedingt sofort, ne, irgendwas Healbares raushascheln. Guck mal, ich kann noch safe wieder in der... Doch nicht, okay, cool. Okay. Ja, dann eben nicht. Dann kann ich die Schere eben nicht einsammeln. Oh, hey, was war das denn? Da ist wohl eine Ratte in dem Karton. Was haben wir hier für einen schönen Raum? Kann ich Messer? Yeah! Na bitte. Loot, Loot. Okay, dafür können wir jetzt direkt wieder ein Messer herstellen. Einmal fertigen, bitte. Geil, und dann kann man direkt hier nachfüllen. Junge, genau so habe ich mir das doch vorgestellt. So. Was finden wir noch so für schöne Dinge hier drin? Ein paar Pillen? Boah, 10 Stück ist strong. Das ist sehr, sehr strong. Geil, 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 geil. War hier noch was? Fool. Guck mal, das... Nein, hallo! Nagelbomben. OG, shit. Vielleicht sollten wir wirklich mal Rauchbomben verwenden. Was sind das für Geräusche hier durchgehend? Oh, what? Ultra-Jackpot. Das war definitiv ein Ultra-Jackpot. Junge, warum sind die so weirde Geräusche? Das macht mich immer sehr paranoid, muss ich sagen. Ich weiß noch, es gab bei uns mal so einen verlassenen Rewe in der Gegend und da sind wir auch mal reingelaufen. Hey, hilf mir hoch. Was geht hier? Und da hat man auch durchgehend immer so ein paar Geräusche gehört, ne? Gruselig. So fühlt es sich hier an. Tod für Freiheit. Hashtag Freiheit. Hashtag gegen, wie hieß das Netzwerk? Mediakraft damals? Yeah, komm her, Ellie. Okay. Let's go. Na bitte. Guck mal, das war doch nice. Also, tschut, auf geht's nach oben. Auf geht's nach oben. Dankeschön. Aber mal gucken, wann wir die Stadt hinter uns haben. Also wie viele Gefechte hier tatsächlich noch kommen mögen. Wir sind fast da. Yay! Naja, solange wir wahrscheinlich erst an der Brücke angekommen sind, oder? Irgendwo Zombies oder so? Oder dürfen wir ein bisschen durchatmen und durchstarten? Air Raves? Ist Air Raves zu stark? Bist du zu schwach? Tschüss. Okay, bevor wir da jetzt reinsteppen... Erstmal natürlich wie immer jede einzelne Wand ablaufen und gucken, was hier so Schönes ist. Hello? Können wir den Bullenwagen nicht mitnehmen und gucken, was passiert? Was ist hier am... Wow, ist das eine Fledermaus? Ich finde die Tiere sehr faszinierend, aber auch gruselig, wenn sie in der Gegend sind. Militärvorbereitungsschule, Fedra. Diese Räumlichkeiten wurden hiermit für die Nutzung durch Fedra gemäß dem Sicherheitsgesetz Abschnitt 9, 18, 4 gesichert. Ja, Fedra. Tschüss! Ehre, Fedra. Maximale Ehre. Was finden wir noch so Wunderbares hier irgendwo? Was man mitnehmen kann. Außer Fledermäuse. Da ist schon wieder Dawn of the Wolf. Ich will diesen Film sehen. Wolfsdämmerung, Teil 2. Junge, das ist wohl das Twilight dieser Welt. Haben wir ein Messer gefunden? Strong. Ja gut, also wann kam The Last of Us raus? 2013, 14, 15? War das nicht sogar die Twilight-Zeit? Oder wird... Ja, ich vertue mich wahrscheinlich. Gehen wir durch die Gasse. Die beide Ray gar nicht mal... Ich wusste es. Ein Laden essen. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Nein. Zehn. Grad weiter. Ich weiß nicht. 20? 25, Mann. Ich schwör's. 25 Stunden Bacon?
24. Hab eine kaputt. Vorher hast du 24 Dosen Bacon. Militärspind im Hotel. Von damals. Ruben und ich sind drauf gestoßen und haben alles getroffen. Ist das okay? Warum machst du mehr? Warum? Warum wohl? Ich will was. Ja, klar willst du. Mann, ich hab deinen Arsch vor dem Klicker gerettet. Ich denk drüber nach. Ich hätte dich verrecken lassen sollen. Oh Mann, ich mach dir welchen, wenn du damit aufhörst. Ich hoffe, es schmeckt wirklich gut. Bacon, Mann. Klar schmeckt das gut. Kommt einer raus? Ich hab gerade schon überlegt, ob ich vielleicht schieße oder so und dann da einfach eine Nagelbombe hinlege. Ja, die Frage ist natürlich, wie viele das sind, ne? Ah, die sind zu weit weg, schade. Wo laufen die rum? Es sind drei oder mehrere sogar. Oh, das ist gerade ganz schön düster hier drin. Ich glaube, spätestens jetzt kann man wieder so eine Lockstrategie machen. Auf Lock, Bruder! Ah, cool, guck mal. Aha. Komm mal rein. Danke. Hast du es gehört? Hast du gehört, woher das kam? Hallo, ja, komm mal rein. Scheiß. Bro! Dein Ernst? Hallo. Hallo. Echt jetzt? Eigentlich könnte man die so easy weghauen, ne? Eigentlich. Ey, ey, geil. Noch ein bisschen Loot mitnehmen, wenn man schon mal hier am Boden so ein bisschen rumkraxelt. Erstmal jemanden so random mit einem Molotow-Cocktail erschießen. Das wär's auch. Ja, vielleicht kann man ja wirklich irgendwie mit dem Bogen so ein bisschen Action raushauen. Wenn er wieder seine Runde geht, weil die gehen ja wirklich nicht hier rein. Aber sobald sich jemand umdreht, einfach zack, so einen schönen Bogen hinten rein. Und die sehen nicht, woher das kam. Weil die sind blind. Woo! Guck mal, du gehst jetzt wieder diese Runde, ne? Exakt. Exakterino. Hallo, ich bin's. Timmy. Guck mal, da vorne geht wieder der andere. Ist das geil. Aber ich glaube, der Wagen ist es gewesen, ne? Wir können uns leider nicht vor dem Wagen verstecken. Hast gesehen, Bro? Dein Kollege ist tot. Hier drüben ist eine Leiche. Verteilen. Da kommt jetzt einer hoch? Auf meiner Seite ist nicht. Auch nicht. Hm. Ob die hier wohl reinkommen? Hey, guck mal. Der geht schon mal ein bisschen mehr in unsere Richtung. Uh-oh. Dafür wirst du bezahlen! Fuck, der Wagen!
wirklich nur der Wagen? Den kannst du ja easy mit einem Molotow-Cocktail bewerfen, oder? Wir müssen nur zu dem hinkommen. Irgendwie, irgendwo. Ja, es ist wirklich nur der Wagen. Crazy. G-Wagon, 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 na, 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 na. Ja, safe, eine Bombe. Echt jetzt? Das Ding explodiert nicht? Oh Mann. Nichts macht auch nur eine Delle in das Scheißteil. Huh. Ja, aber was denn jetzt? Ah, warte mal. Verdammt, womit schießt die da auf uns? Mit Geschossen. Wie kriegt man das Ding denn sonst down? Ich dachte vielleicht mit dem Reifen, ne? Aber nee, keine Chance tatsächlich. Eine Nagelbombe? Pff, eigentlich müsste so eine Bombe doch irgendwas machen, ne? Huh. Wenn das Ding jetzt gleich wieder wegguckt, ne? Oder vielleicht gehen wir an dem Ding vorbei? Der Dude kommt aber auch nicht raus, der da drin ist, ne? Geh mal kurz an die Seite, okay? Bombe hat nichts gebracht. Okay. Beziehungsweise Molotow-Cocktail. Vielleicht finden wir irgendwas anderes. Praktisches hier draußen. Wir können das Ding ja auch prinzipiell einigermaßen weglocken, ne? Guck mal, da vorne liegt sogar eine schöne Leiche drauf. Cool. Wie bekommen wir das Ding weg? Bekommen wir das Ding überhaupt weg? Oh oh! Fährt mich das Ding jetzt um? Das geht nur ran, mehr nicht! Hey! Bist du gut haftpflichtversichert oder was? Hey, ich bin tot, vertrau! Ah. Dann ist auf jeden Fall eine Tür. Wir müssen zwischendrin mal nachladen. Crazy, dass wir nichts abbekommen haben. Woher kommst du denn? Scheibenkleister, hier ist ja noch jemand rumgelaufen. Scheiße, da hinten. Was hockt denn der, Digga? Junge! Warum helfen die denn nicht? Boah, ich habe keine Ahnung, wirklich. Ja, kein Plan, wie wir dieses Kackding wegbekommen. Überhaupt nicht. Du kannst laufen, ja, aber das bringt irgendwie nicht gar nicht viel. So, wir sind jetzt einmal rübergelaufen. Wir kamen daher. Ellie, duck dich mal am besten. Guck mal, das hier kommt jetzt hier hin, weil checkt der das Video. Ich verstehe das nicht. Ah,
Aber es scheint auf jeden Fall... Boah, sorry, ich bin gerade so konzentriert, ne? Scheint auf jeden Fall einigermaßen eingegrenzt zu sein. Das scheint falsch zu sein. Wie kriegen wir dieses Kackding weg? Wir brauchen jetzt ein bisschen Ideenreichtum. Warte mal. Ellie, lass sie nicht treffen. Boah, Zielgenauigkeit, ne? Gleich null. Wo müssen wir hin? Wir können ja safe fliehen, oder? Zu dem Tor? Nein! Kann es sein, dass wir von dem hier nicht ein einziges Mal getroffen wurden? Langsam nervt das Geräusch auch, Mann, Bro. Mal, sei mal ein bisschen leiser, ich muss denken. Denki. Junge, Joel geht's gar nicht mehr gut. Ah, was finden wir hier? Oh, geil. Bisschen Muni, Lumpen so ein schön. Da können wir ja direkt wieder einen Molotow anfertigen, was? So, okay. Können wir wieder ein bisschen was einsammeln, so auf süß. Eine Rauchbombe. Dann sieht das Ding ja zumindest schon mal nichts mehr, ne? Vielleicht müssen wir... Wir müssen an das Auto ran. Warte mal. Hä? Scheiße! Mein Mist! Oh nein! Ich bin so safe tot. Nein! Oh Mann! Ja, woher soll ich denn wissen, was zu tun ist? Ist das schwer? Geh in Deckung um dem Feuer. Ja, ich weiß das doch. Nächster Tipp. Die Deckung wechselt dauert so kurze Zeit. Ja. Drücke beim Zielen, um die Schulter zu wechseln. Ja. Ja, bla bla bla. Rauchbomben. Ja. Wolkenrauchbomben. Genau. Vor flankierenden Gegnern schützen. Ja, bla bla bla. Bro, muss jetzt gegen alle wieder kämpfen? Digga, die Typen dort vorne leben auch wieder. Der andere Atze lebt auch. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie wir den besiegen. Der Typ dort hinten sich mal zeigen auf süß. Hier. Komm bitte raus. Komm bitte. So, schön. Ich muss sagen, ich bin aufgewichen. Jetzt kann ich den Bums hier wieder einsammeln. Nachdem wir jetzt Molotovi hergestellt haben. Du musst aufpassen! Ja, das ist auch bewusst. Ich verstehe es nicht. Kein Plan. Ich habe keine Idee. Wir müssen uns draußen mehr umgucken. Oh! Hier sind wir in Sicherheit. Wir sind hier in Sicherheit. Cool. Scheiße, wo kommst du denn her? Junge, wolltest du mich echt mit der Faust bekämpfen? Woher? Ach, da hinten. Guck mal. Scheiße, ach, da ist ja auch einer. Junge, Trefferquote gleich null. Was? Nochmal? Leider gleich keine Muni mehr. Ah.
Aber ich glaube, wir müssen laufen. Oder so. Rein hier. Sind wir nun in Sicherheit? Schwer zu sagen, Digga. Warte mal, wir wechseln mal die Waffe. Was ist hier oben? Sind jetzt irgendwelche Zombies? Nee, guck mal, die Karre wartet da. Ich meine, Infizierten. Sind hier Infizierte drin? Oh, nö. Das kann sein, was? Es ist wirklich nur die Karre. Guck mal, die Karre wartet auf uns, auf Süßes. Sehr, sehr süß. Wäre es nicht sinnvoller, wenn die Leute rumlaufen würden? Ja, wobei, in der Karre können die ja nicht verrecken. Das ist der Vorteil, ne? Okay, gucken wir uns erstmal in aller Seelenruhe um. Auf ganz entspannt. Sneaky Meeky. Okay, raus geht's. Hallo. Ha! Verpieselt euch, wir sind zu hoch. Ich glaube, sie sind weg. Ja, das lief doch einigermaßen gut, nicht wahr? Ah, shit, ey, hätte ich das gewusst, dass man wirklich nur vorbeilaufen muss? Ich dachte, keine Ahnung, irgendeine Bombe oder sonst was wird den Unterschied machen. Kann man da rein? Hier geht's nicht weiter. Nein! Okay, dann gehen wir hier rein. Hier geht's nicht weiter. Maskulinmeister. Maskulin. Hello. Oh nein. Ja, es klingt halt so, als ob die uns durchgehend auf dem Schirm haben, ne? Oh Gott, Ellie, erschreck mich doch bitte nicht so. Hey. Das sieht doch einigermaßen bequem aus, oder? Die Küche hier, so ein bisschen. Geil. Nimm sie mit. Was haben wir hier Schönes? Bisschen Alohol. Ich glaube, hier ist weit und breit nichts, oder? Auch wenn das eigentlich relativ einladend aussieht hier. Scheint hier nichts zu sein. Raus da. Okay. Oh nein. Achso, wir können hier nicht raus. Oh, wait a minute. Ja, aber was dann? Wir kamen ja exakt daher. Badezimmer, ein wunderbarer Fernseher. Heute ist wirklich so eine loste Folge, wo ich nicht auf Anhieb checke, wo es genau und wo genau es lang gehen soll. Das muss hier hingehen. Nee. Hör. Ah, ein bisschen balancieren. Oh Mist. Ist okay. Sie sehen uns nicht. Die können auch gar nicht so hoch schießen. Glaube ich zumindest. Sieht so aus. So vom Konstrukt her. Und eine Liter. Oh. Verdammt! Joel! Warte! Joel, hör auf! Da! Oh. Lass ihn in Ruhe. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Verbündete! Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam.
Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Sehr cool. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Ey, nach einer sehr, sehr langen Durststrecke beziehungsweise sehr vielen Kämpfen. Vorhin. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, das Militär ist da abgezogen. Wir mussten weg. Da sieht es jetzt vermutlich wie hier aus. Alles klar, Freunde. Ich glaube, wir hatten einen coolen Part. Wir haben gegen ein Panzermodul gekämpft oder was auch immer das darstellen sollte. Und auch gegen ganz viele andere Dinge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Umlautmann. Und danke an die Elite-Umlaut-General-Member Basti the Dark Empire, Service Games Maria, Klein Dump hier, Sven Semann, Florian, Wolfgang und Chaos Marcel P. Und natürlich auch an alle anderen, die auf diesem Channel aktiv sind. Danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Cheerio! Real.